Hallo, herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video geht es heute um das Thema Arbeiten von zu Hause und wie du online am PC Geld verdienen kannst. Ich möchte in diesem Video auf drei Punkte eingehen. Zum einen, warum die Menschen eigentlich von zu Hause arbeiten wollen, was die Gründe dafür sind, und möchte auf die drei Kernprobleme eingehen, die sie davon abhalten, diesen Traum dann auch tatsächlich zu verwirklichen, und möchte natürlich dann auch im dritten Schritt eine Lösung anbieten. Warum arbeiten Menschen von zu Hause? Ich kenne dich jetzt nicht persönlich. Ich weiß jetzt nicht, welchen Grund du hast, warum du von zu Hause arbeiten möchtest. Aber ich weiß, dass es ein Traum oder ein Wunsch von dir ist, weil sonst würdest du dir dieses Video jetzt nicht anschauen. Einige haben einfach das Bedürfnis, dass sie nicht mehr zur Arbeit hinfahren müssen. Sie haben satt einfach morgens, dass immer zu einer bestimmten Uhrzeit der Wecker klingelt, dass sie aufstehen müssen, zur Arbeit müssen. Sie haben satt, ständig im Stau zu stehen, auf einen verspäteten Zug zu warten, dann vielleicht sogar völlig gestresst auf der Arbeit schon anzukommen. Mal wieder andere haben einfach einen nervenden Chef, den sie gerne entlassen würden. Aktuell halt einfach noch auf das Geld angewiesen sind. Wiederum andere haben nervende Kollegen, bei manchen sind die Gründe alle zusammen, dann ist es häufig so, dass es zum Beispiel in Krisenzeiten wie in der Corona-Krise 2019, 2020 einfach die einzigste Möglichkeit ist, ich sag mal ohne Einschränkung, vorausgesetzt man hat es richtig gemacht, sein Geld zu verdienen. Für die anderen ist es einfach wichtig, dass sie eine krisensichere Tätigkeit haben, dass sie ihre Arbeitszeit selbst bestimmen können, dass sie selbst bestimmen können, wann sie arbeiten, dass sie einfach ihren Beruf mit Familie besser vereinbaren können. Und das gibt natürlich das Arbeiten von zu Hause perfekt wieder, dass sie einfach mehr Zeit haben, weil zum Beispiel weil die Fahrt zur Arbeitsstätte oder der Heimweg schon mal komplett entfällt, dass man die Zeit kann man dann nutzen, um zum Beispiel Sport zu machen oder eben halt für andere Dinge einsetzen. Man hat schlichtweg mehr Lebensqualität. Für wiederum andere sind es gesundheitliche Gründe, dass sie gar nicht in der Lage sind, woanders hinzugehen. Und für viele ist es einfach ein Traum, ihr eigener Chef zu sein, arbeiten können, wann man will, so viel man will und von wo aus man möchte. Und eins können wir festhalten, der Wunsch ist definitiv bei vielen Menschen da. Und die Frage, die sich einfach nur stellt, ist, warum verwirklichen sich dann so wenige einen Traum? Weil die Technik kann es heutzutage nicht mehr sein, weil die Technik ist mittlerweile so, dass wirklich jeder sich von zu Hause aus ein Geschäft aufbauen kann, wenn er das denn wirklich will. Aber die drei Kernprobleme sind einfach, dass es ein undurchsichtiger Markt ist. Wir haben tausende Anbieter, tausende von Produkte, und man stellt sich dann halt wirklich die Frage, was ist seriös und was nicht. Man kann das gar nicht so wirklich durchschauen. Dann ist häufig das Geschäftsmodell nicht auf Langfristigkeit ausgerichtet, sondern es geht eigentlich immer nur um das schnelle Geld und schnell Geld verdienen. Aber meistens ist es so, dass in den Bereichen oder in den Geschäftsmodellen, wo man schnell Geld verdienen kann, ist es häufig auch schnell wieder weg. Natürlich gibt es auch Ausnahmen, und ich habe per se nichts gegen schnell Geld verdienen. Nur man muss halt einfach schauen, dass man da auch ein seriöses Geschäftsmodell hat, mit dem man auch langfristig gutes Geld verdienen kann. Und das dritte Problem ist, dass die meisten Geschäftsmodelle sehr starr sind, dass sie meistens nicht konjunkturunabhängig sind, dass sie nicht krisensicher sind. Und das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Man muss sich einfach die Frage stellen, kann ich das Geschäft durchgängig betreiben? Gerade jetzt, während ich das Video hier aufzeichne, haben wir die Corona-Krise. Und hier merkt man deutlicher denn je, es ist etwas, quasi dieses Virus ist quasi über uns hereingebrochen, keiner konnte es vorhersehen, und die Menschen dürfen jetzt teilweise das Haus nur unter bestimmten Auflagen dann verlassen, und viele Menschen, die starre Geschäftsmodelle haben, können ihr Geschäft einfach nicht mehr so ausüben, wie sie es gewohnt waren, haben dann dementsprechend Umsatzeinbußen, und viele werden auch ihre Existenz diesbezüglich verlieren. Und deshalb ist es wichtig, dass du ein Geschäftsmodell hast, welches unabhängig von Konjunkturphasen funktioniert. Wenn du dir das Wirtschaftssystem anschaust, dann stellst du fest, beziehungsweise dann wirst du feststellen, dass es immer wieder die gleichen Phasen sind, durch die wir durchlaufen. Wir haben einen Aufschwung, der dann im Boom endet. Wir driften dann ab in die Rezession, bis wir dann schlussendlich in der Depression angelangt sind. Und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Und optimal wäre es doch,
Ja, wenn es ein Geschäftsmodell gäbe, wenn es ein Business gäbe, welches sowohl in Aufschwung- und Boomphasen funktioniert, als auch in der Rezession und Depression. Und dieses Geschäftsmodell und dieses Geschäft gibt es tatsächlich. Und das möchte ich dir gerne dann zeigen. Also, egal in welcher Situation du dich aktuell befindest, einen Plan B zu haben, macht absolut Sinn, ja, und ist definitiv eine Option für jeden. Das heißt, du solltest jetzt nicht den Ast absägen, auf dem du sitzt, und sofort deinen Job kündigen oder ja, dich voll und ganz in die Selbstständigkeit wagen, sondern du solltest schauen, dass du dir einfach parallel zu deinem jetzigen Beruf und dem, was du aktuell tust, ein zusätzliches Einkommen aufbaust, welches auch dann fließt, wenn dein Hauptjob nicht mehr da ist, ja, oder wenn du in die Kurzarbeit musst, wenn du den Job verlierst, wenn das Unternehmen insolvent geht oder was auch da immer so alles passieren kann. Die Lösung ist ein Geschäftskonzept, welches alle Anforderungen an modernes Business erfüllt. Und das ist Network Marketing. Ja, und auch hier musst du dann halt natürlich gucken, dass du auch für dich das richtige Partnerunternehmen findest. Aber warum ist das die Lösung? Ja, welche Anforderungen müssen denn heute gegeben sein an modernes Business? Es muss also konjunkturunabhängig funktionieren. Ja, du erinnerst dich an diese Wellenbewegung, die ich dir eben gezeigt habe. Es muss in jeder Situation in der Wirtschaft ja funktionieren. Es muss krisensicher sein. Es sollte 100% online und virtuell ausführbar sein. Auch das ist ein Thema, was ganz, ganz wichtig ist, weil selbst wenn du gerne mit Menschen zu tun hast, so wie ich, dann ist es trotzdem, gibt es Situationen wie zum Beispiel die Corona-Krise, wo du aktuell nicht mit anderen Menschen in Kontakt kommen kannst. Und dann muss dann natürlich dein Geschäft auch 100% online weiter funktionieren und ausführbar sein. Dann sollte es bestens keine Einstiegskosten haben, damit du, oder wenn, dann ganz, ganz niedrige, damit du sofort in die Gewinnzone kommen kannst, sofort Geld verdienen kannst, dass du keine Kosten hast, ja, oder sehr geringe Kosten, aber das Geschäft dann halt für dich auch sehr rentabel ist, dass du die Möglichkeit hast, ein hohes Einkommen zu generieren, ja, also keine Begrenzung nach oben in deinem Marketingplan hast, dass es gleichzeitig ermöglicht, dir ein hohes und stabiles Einkommen aufzubauen, wie bereits schon mehrfach erwähnt, egal in welcher Konjunkturphase und vor allen Dingen in Krisenzeiten, dass du als neuer Vertriebspartner, aber auch wenn du neue Vertriebspartner für dein Unternehmen gewinnst, dass sofortige und schnelle Ergebnisse möglich sind. Dann sollte das natürlich örtlich unabhängig sein, zeitlich unabhängig. Es sollte ein skalierfähiges Geschäft sein, dass du ja auch dein Einkommen stetig sukzessive nach oben erweitern kannst. Es sollte ein sehr einfaches Geschäft sein, so dass möglichst viele Menschen das Geschäft auch betreiben können. Es sollten niedrige bis keine Eintrittsbarrieren vorhanden sein, wenn du erst, ich sag mal, 15 Ausbildungen machen musst, damit du anfangen kannst, ist es natürlich kontraproduktiv. Keine technischen Hürden, aber da ist auch heute mittlerweile die Technik so weit, dass sie es für den Laien sehr, sehr einfach macht. Das Geschäft sollte sofortige Kundenergebnisse produzieren. Und du solltest, wenn du im Network Marketing startest, sorgfältig darauf achten, dass du eine professionelle Einarbeitung bekommst, dass du Schulungen bekommst, dass du einen persönlichen Ansprechpartner hast, der dir das Geschäft auch zeigt und der dir auch wirklich zeigen kann, wie es funktionieren kann. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass du auf die Auswahl deines Partnerunternehmens, dass du da wirklich dir Gedanken dazu machst, dass du das nicht überstürzt, sondern dass du ja mit Bedacht das richtige Partnerunternehmen für dich wählst. Ja. Ein paar Punkte, woran du dich orientieren kannst und feststellen kannst, ob das Unternehmen für dich geeignet ist. Zum einen ist ein ganz wichtiger Punkt, die Produkte, die das Partnerunternehmen vertreibt, das sollten also echte Endkunden und Verbrauchsprodukte sein, weil nur wenn du echte Endkunden und Verbrauchsprodukte hast, dann werden die auch immer wieder nachgefragt werden und somit kannst du dir ein stabiles und auch hohes Einkommen aufbauen. Dein Partnerunternehmen sollte mindestens 5 Jahre, besser länger, am Markt sein. Die meisten Unternehmen, die starten im Network Marketing, die scheitern in den ersten 5 Jahren. Du solltest, wie gesagt, keine Startkosten haben, dass du möchtest ja schließlich Geld verdienen und nicht Geld investieren. Das Unternehmen, dein Partnerunternehmen, dem du dich anschließt, sollte möglichst schuldenfrei sein. Ist zwar nicht immer 100%, ja, die Bedingungen und auch gegeben, aber wenn es möglich ist, dann solltest du darauf achten, weil ein schuldenfreies Unternehmen kann natürlich immer ganz anders agieren, wie ein Unternehmen, was ja
ständig irgendwelche Gläubiger bedienen muss, dann sollte das Unternehmen gute Wachstumsraten verzeichnen, es soll ein Ausbildungs- und Schulungssystem geben und ein ganz wichtiger Punkt, die Provisionen, die du erhältst pro verkauftem Produkt, die sollten hoch genug sein, dass du auch durch deine eigene Arbeitskraft ausreichend bis sehr gut verdienen kannst. Ja, wenn du ein Produkt hast, wo du erst hunderte Verkäufe tätigen musst, um über die Runden zu kommen, ist nicht wirklich sinnvoll, weil es kann auch mal Phasen geben, wo das mit dem Teamaufbau, so wie du dir das vorstellst, nicht funktioniert, aus irgendwelchen Gründen. Und dann solltest du auch in der Lage sein, dass dein Geschäft auch alleine weiter betrieben werden kann. Dann sollten natürlich Zusatzleistungen, Boni sollten da sein, ja, die Provisionen sollten pünktlich ausbezahlt werden, ne? Stell sicher, dass du sofort weißt, wann die Provisionen ausbezahlt werden, dann solltest du keine Mindestumsätze bringen müssen, damit Provisionen ausbezahlt werden und ja, die Produkte des Unternehmens, der Markt muss einfach zukunftsfähig sein, das muss funktionieren. Du brauchst Arbeitsmaterialien, Leitfäden, die erprobt sind, die nachweislich funktionieren. Und du solltest dir genau anschauen, wie wird gearbeitet, passt die Arbeitsweise zu dir und deinen Vorstellungen. Und dann musst du bei deinem Sponsor einen Partner haben, von dem du auch was annimmst. Das heißt, du musst dir einen Sponsor, einen Partner suchen, von dem du auch bereit bist, ich sag mal, Ratschläge anzunehmen und die umzusetzen. Und dann ist Network Marketing eine total erfüllende Tätigkeit, weil es viele Dinge vereint, die die Menschen brauchen. Zum einen hast du die Möglichkeit, unbegrenzt Geld zu verdienen und dabei ja auch noch Zeit zu haben, ja, weil nicht jeder steigt im Network Marketing ein, weil das große Geld verdienen will, sondern viele verdienen bereits viel Geld, haben aber ja, so ein Hamsterrad sich aufgebaut, wo sie kaum noch Zeit für die Dinge haben, die ihnen wirklich wichtig sind und ja, und streben dann einfach an, das gleiche Einkommen zu haben, aber dafür deutlich mehr Zeit, ja, also auch das ist mit Network Marketing möglich und dann ist Network Marketing ja eine total eine sinnhafte Tätigkeit, die sehr viel Erfüllung bringt, weil es gibt nichts Schöneres, wenn du anderen Menschen dabei hilfst, ja, dass sie erfolgreich werden, du dadurch selbst erfolgreich wirst. Und das Schönste ist immer, und das ist in meiner Tätigkeit halt einfach so, wenn ich sehe, dass die Menschen das, was man ihnen sagt, umsetzen und damit Erfolge erzielen. Und das ist immer das Schönste an der ganzen Sache. Natürlich, Geld haben wir alle gern, aber das gibt der Sache nochmal einen zusätzlichen Anreiz. Dann ist für viele Menschen einfach aber auch nur die Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft wichtig, ja, dass sie soziale Kontakte haben. Und auch diese Möglichkeit bietet Network Marketing. Ja, und du siehst, Network Marketing ist also etwas, was ja in Summe eine sehr, sehr erfüllende Tätigkeit halt auch ist. So, und für wen ist jetzt dieses Angebot geeignet? Für wen ist Network Marketing geeignet? Für Menschen, die auf der Suche nach einem Weg sind, ihr Leben entscheidend zu verbessern, ja, ihr Leben zu verändern, die vielleicht sogar nochmal komplett von vorne anfangen wollen, alles besser machen wollen, die sich Wohlstand aufbauen wollen und dadurch eine gewisse Freiheit und Unabhängigkeit erreichen wollen. Ja, es ist gedacht für Menschen, die wissen, dass man dieses Ziel auch nur in der Selbstständigkeit erreicht, ja, und dass es keine Alternative zu diesem Weg gibt. Und es sollten Menschen sein, die sich möglichst ein hohes Einkommen aufbauen wollen und bereit sind, dafür auch die Ärmel hochzukrempeln, die bereit sind, die Dinge zu tun, die getan werden müssen, um dann auch dementsprechend dieses Einkommen zu erzielen. Ja, es sollten Menschen sein, die lieber nach Leistung bezahlt werden als nach ihrem Zeiteinsatz, weil es ist nicht entscheidend, dass du 10, 15 Stunden am Tag ackerst wie ein Pferd, sondern es geht darum, dass du in der Zeit, in der du arbeitest, die richtigen Dinge sehr, sehr häufig tust. Ja, und darum geht's. Und das solltest du mitbringen. Und Menschen, es sollten Menschen sein, ja, die sowohl ein hohes Einkommen, einen hohen Cashflow erzielen wollen, aber dabei nicht viel Geld investieren möchten, ja. Und es sollten Menschen sein, die ein Business aufbauen wollen, welches möglichst zeit- und ortsunabhängig ausgeführt werden kann. Und wenn du diese, Punkte mitbringst, ja, dann ist Network Marketing und dieses Angebot für dich. Und wenn du dich jetzt angesprochen fühlst, dann hast du jetzt im Prinzip zwei Möglichkeiten. Erstens, du kannst nichts tun. Dann bleibt bei dir alles, wie es ist, ja. Es wird sich nichts verbessern, ja. Vielleicht wird es sich mit der Zeit verschlechtern, aber besser wird es definitiv nicht. Und zweite Möglichkeit, du kannst dich jetzt informieren und die nächsten Schritte gehen.
Und die nächsten Schritte wären, du forderst jetzt gleich weitere Informationen an. Du findest hier auf dieser Seite die notwendigen Informationen dazu. Oder du hast noch Fragen, dann nimm einfach Kontakt auf. Oder du willst sofort losstarten, dann fordere dir jetzt hier auch die Informationen an. Und dort wird dir dann auch natürlich gezeigt, wie du ja mit mir arbeiten kannst und wie du sofort loslegen kannst. Ich möchte mich an dieser Stelle für deine Aufmerksamkeit bedanken. Denk dran, Erfolg hat drei Buchstaben, tun, hat Goethe schon gesagt. Und es sind nicht die großen Schritte, ja, die man gelegentlich macht, sondern es sind die kleinen Schritte, die täglich getan werden, die zu einem großen Ergebnis in der Zukunft führt.